Ja, hallihallo, hier ist euer Dennis mit einem Bitcoin-Update, ja. Und heute geht's um des Bouncens in diesem Bereich, was ich ja im letzten Video ja gesagt hatte, dass es hier stark möglich ist, dass wir hier in diesem Bereich bouncen. Und der zweite Teil, und jetzt haltet euch fest, ja, das habt ihr jetzt schon in der Thumbnail gesehen. Es gibt einen Elliott-Wellen-Count von mir, wo der Bitcoin bis also die Range, ich zeige es euch gleich, ja, wenn es euch das interessiert, aber so 100 bis 120.000 Dollar gehen kann. Ja, und jetzt reibt ihr euch die Augen oder putzt euch die Ohren. Ja, ich meine wirklich 100 bis 120.000 Dollar, bevor es zu einem fetten Bärmarkt kommen könnte. Ja, und ich will es euch auch erklären. Dann bleibt bitte dran, wenn euch das interessiert. Ja, bis gleich. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, hier diesen roten Kanal. Ich habe ihn jetzt ein bisschen verlängert, ja, weil er jetzt noch ein bisschen hier runtergegammelt ist. Aber ich sagte euch, ich habe das Bild letztens eingeblendet. Und zwar die Three Drivers, ja. Das heißt, wir sehen hier eine Dreierbewegung nach unten, bevor es dann zu einer Gegenbewegung kommen könnte. Und die Fibonacci-Level haben auch alles super gepasst. Des Weiteren sagte ich euch, dass dieser Bereich hier sehr, sehr signifikant ist, weil hier das Weekly CPR ist und ich davon ausginge, dass er da auch bounced in diesem Bereich vom Weekly CPR bzw. vom Monthly R2. Ja, dieser Balken war natürlich da unten letzte Woche. Ich passe ihn immer zu den neuen Weekly CPRs an. Der ist jetzt diese Woche hier. Aber schaut euch das letzte Video an. Ich sagte, hier könnte er noch bouncen. Mit dem Free Drivers war es eigentlich sicher. Gibt es natürlich nicht, das ist klar. Aber da war die Chance natürlich sehr hoch, dass man da bouncen. Und vor allem, wenn wir hier diese große Wolf Wave, die ich ja schon seit vielen, vielen Videos hier calle, dass die auch hält. Hier, ja. So lang ist es für mich noch bullish alles. Ja. Sollten wir da runterkrachen? Ist es ein leicht bearisches Anzeichen? Solange diese Linie natürlich noch hebt, ist es noch nicht mega bearisch. Erst wenn diese bricht, sehen wir hier Preise ja, von 738.000 Dollar als ersten Schritt. Aber so weit sieht man natürlich nicht. Dieser Bereich hat hier gehalten. Hier seht ihr im Akademiebereich im Discord hier meinen Bitcoin Long, wann wir reingegangen sind. Mit Hebel, bla bla bla, Take Profit. Und ja, wir sind jetzt schon ein paar Prozent im Plus und ich schrieb auch, der Stop-Loss auf Einstieg, das heißt, es kann jetzt überhaupt nichts mehr passieren, auch wenn jetzt runterkrachen sollte. Und TP1 habe ich jetzt erstmal auf 64.000 Dollar festgelegt. Ja, also ihr seht, wir kündigen es bei uns natürlich auch an, dass hier die Setups, zum Beispiel, wo ich gebe, die trade ich natürlich auch selbst. Des Weiteren habe ich am 23.10. auch eine signifikante bullische Divergenz angekündigt bei Bitcoin und zwar im 4-Stunden-Timeframe. Ja, und die wird, so wie es jetzt im Moment aussieht, auch ausgespielt. So, bevor wir jetzt zum Highlight kommen, Elliott-Wellen-Zählung, ja, erstmal Glückwunsch an die, wo den GRT-Trade mitgemacht haben, den habe ich ja unter Telegram geteilt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in den Telegram-Kanal kommt, einfach unten in der Beschreibung gucken. Hier ist der Content, stopp, hier nicht. Und hier ist der Content only von mir, die Telegram-Gruppe. Und hier ist die Telegram-Gruppe, da wollte ich jetzt nicht drauf drücken, des Crypto-Talks. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, bei Femex und oder FTX anmelden. Ihr seht gerade, was ihr da bekommen könnt. Würde mich natürlich sehr freuen. Der Wechsel ist natürlich überhaupt kein Problem. Des Weiteren, wenn ihr Lust habt, TA zu erlernen, dann einfach mich über Telegram oder über die E-Mail-Adresse da unten hier anschreiben. Hier ist er genau, sorry. So, kommen wir jetzt zu meiner Elliott-Wellen-Zählung.
gleich zu Anfang, ich bin kein Elliott-Wellen-Spezialist, aber ein bisschen kann es schon, ja, und hier sind mir ein paar Dinge aufgefallen, beziehungsweise ich habe mich daran auch mal versucht. Dafür für die Elliott-Wellen-Zählung allgemein habe ich hier meinen Trader-Kollegen Kevin, der auch die Bull vs. Bears Akademie mitleitet. Wenn ihr mal seine Videos sehen wollt, einfach unten in der Beschreibung, da ist der Link zu seinem YouTube-Kanal. Im Moment ist er ein bisschen abkömmlich, aber er wird jetzt demnächst auch wieder hier ein Video senden und seine Zählung bekannt geben, weil er hat jetzt noch eine andere, aber die habe ich für mich gefunden und die habe ich auch von ihm zertifizieren lassen. Er sagte, dies ist auf jeden Fall möglich. Und zwar, hier ist der BLX-Chart und hier haben wir im Jahr 2010 angefangen, hier in diesem Bereich. Das ist für mich die erste Welle 1, Impulswelle 1, dann haben wir hier eine Korrekturwelle 2. Dann haben wir hier eine fette Impulswelle 3. Ja? Und diese Impulswelle 3, ja, beinhaltet natürlich noch Unterwellen. Und wenn wir die uns mal genau angucken, kommen wir hier auch auf 1, 2, 3, 4, 5 Wellen. Die Welle 3 darf natürlich nie die kürzeste Welle sein, die ist normalerweise immer die längste, darf aber auch mal kürzer sein wie einer, die 5 oder die 1. Ja, ihr seht, das ist jetzt wieder mittendrin. Dann haben wir hier eine Korrekturwelle 4, die im Dezember, bis Dezember 2018 geht. Und jetzt, ja, und das ist jetzt das Kroppe, sage ich jetzt mal, nach dem Low hier von etwa 2500 oder 2700 Dollar haben wir eine Impulswelle 1 gestartet, haben stark korrigiert mit einer 3, mit einer 2, und zwar der Corona-Dump. Dann haben wir eine schöne Impulswelle 3 nach oben gehabt, haben jetzt hier eine Korrekturwelle 4, wo auf etwa 28.000 runter oder 29.000 runter ist. Und jetzt aktuell könnten wir uns in einer Welle 5 bewegen, ja, und jetzt seht ihr schon in Babyblau dieses Pattern, dieses Ending Triangle hier, ja, ist typisch für eine Fünferwelle, ist typisch, ja, und ja, die Sache ist jetzt die, ja, wenn das wirklich so kommt, deswegen sage ich schon, wir können die 100 bis 120.000 etwa erreichen, je nachdem, wie schnell hier wir sind im Weekly Chart, wie schnell wir da hochkommen, haben wir hier etwa 100.000. Ja, die 5, wo nach oben geht. Und natürlich, je nachdem, wie lange es dauert, das kann natürlich noch hochgehen. 120, 130.000, logisch, ja. Kann alles passieren. Aber sollte er hier abprallen in diesem Bereich und da drunter gehen, dann ist dieses aktiviert. Dann haben wir die Möglichkeit einer fetten Korrektur dieser kompletten Bewegung seit 2010. So, und ihr seht es jetzt schon. Jetzt hier die FIP-Level. Wenn wir jetzt hier, ich sag mal, hier etwa die 100.000 oder 110.000 hätten, wir legen die hier an. Dann haben wir FIP-Level, ja, bis runter auf 33 Cent. Jetzt haben wir das 0786er oder hier das Golden Pocket bei 4, 5 Dollar. Ja, natürlich denken die meisten, das ist unrealistisch, aber wenn das hier eine Korrekturwelle geben sollte, kann das natürlich im Worst Case passieren, ja. Aber ich habe natürlich mit meinem Kollegen, mit dem Kevin gesprochen, was er da denkt in diesem Fall jetzt bei mir. Er sagte natürlich, dass er hier bei sowas eher davon ausgeht, dass wir in die Welle 4 rein korrigieren. Das heißt, dass wir etwa mittendrin bis maximal zum Ende der 4 korrigieren. Dann haben wir natürlich hier andere Zahlen, das sehen wir hier beim 0236er Fibonacci maximal. Das wären etwa 2600 Dollar maximal. Aber es könnte auch hier zwischendrin schon Ende sein bei 6, 7, 8.000, 9.000, 10.000 Dollar natürlich, ja. Ich persönlich, ihr wisst, ich gehe davon aus, dass wir auf 10 bis 17.000 Dollar runter korrigieren. Und jetzt seht ihr, also ich tue das wirklich auch darlegen, ja. Ich behaupte nicht nur, ja, wir kriegen hier die 10, 20.000 oder irgendwas. Ich habe das immer fundiert dargelegt. Das letzte Mal hat natürlich nicht geklappt. Jetzt habe ich mich hier natürlich mal ein bisschen rangetan an die Elliott-Wellen-Theorie. Und das ist auch alles irgendwie logisch, ja. Von der Zählung, wenn es so richtig ist, das ist ja auch das Problem, ist die Zählung so auch richtig? Meiner Meinung nach ja. Und hier bilden wir, ihr seht ja, wir bilden hier was. Und der respektiert ja auch alles bis jetzt, ja. Und
Ja, man könnte halt wirklich davon ausgehen, dass man sagt, gut, das 100%-Ziel dieses Ending-Triangels hier wären etwa 4.300 Dollar. Ist natürlich möglich. Ja, unmöglich ist nichts. Aber vorher gehe ich davon aus, dass man, also die 70 bis 75 wisst ihr auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall fest davon aus. Aber auch wenn es wirklich dass dieses Pattern aufgelöst wird, ja, in dem Sinne, wie es aufgelöst werden sollte, dann sehen wir hier wirklich die 10 bis die 100 bis 120, 130.000, je nachdem, wie lange ihr braucht. So, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst bitte ein Like da. Ich würde mich sehr freuen. Teilt das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt, und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und das andere habe ich ja schon gesagt. Gebt euren Senf mal ab in der Kommentarleiste. Was denkt ihr über diese Zählung? Was denkt ihr über ja, den Trade, wo ihr auch long gehen gekönnt hättet, wie ich es im letzten Video auch gesagt hatte. Ich will, meine Meinung interessiert, sorry, eure Meinung interessiert mich natürlich, meine natürlich auch, aber eure jetzt in dem Sinne zu dem Thema oder zu dem Video auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ihr das angesehen habt, und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.